There has been a setback. My son's actions have cost us the majority of our forces. All I worked for could be lost. I will create a new plan. I don't need the mercenary. You will meet with House Steiner to sue for peace. We will aid Renard in his fight against Major Kelly. The tide will change, and we will gain time to recover. And you, Sam Wade, must escort my son to this meeting. I know that I may depend on you. Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Mech Commander 2. Und wie ich es mir schon gedacht hatte, der kleine Pinf von Möchtegern Herrscher hat seine Truppen endgültig verheizt und jetzt müssen sie um Frieden betteln. Und wir sollen dafür sorgen, dass der kleine Hosenscheißer sauber aus der Nummer wieder rauskommt. Na, das klingt doch mal nach einer richtig schönen Geschichte. So, unsere Aufgabe, eskortieren Sie Jason Cho zum Rendezvous-Punkt. Na gut, Timandrissa ist sehr erfreut, mitteilen zu können, dass Colonel Renard endlich den Wert von Verhandlungen eingesehen hat und eine Einladung akzeptiert hat, um die Bedingungen für einen Waffenstillstand zu besprechen. Ihre Rolle dabei, unsere Vorherrschaft über Kashaba 5 zu etablieren, ist dabei nicht vergessen worden und die Mandrissa hat uns damit geehrt, unsere Einheit mit dem höchsten Privileg auszustatten, und zwar Captain Jason Cho zu diesem Rendezvous mit Captain Renard zu eskortieren. Obwohl dies eine friedvolle Angelegenheit sein sollte, sollten wir nicht vergessen, Captain Cho ist der letzte der Liao-Linie hier auf Kashaba 5 und Colonel Renard ist manchmal ein wenig instabil. Seien Sie deswegen vorsichtig, Commander Lady Chow wird Sie beobachten. So. Okay, was sagt der taktische Offizier? Es ist eine einfache Eskorte zu einer Waffenstillstandsverhandlung. Das sollten die einfachsten C-Noten sein, die wir in langer Zeit verdient haben. Sieht so aus, als wäre ein Ende des Kampfes in Sicht, Commander. Jeder freut sich auf ein wenig Urlaub. Und einen Ort, wo man das hart verdiente Geld wieder verhökern kann. Ich poliere die Mechs ein wenig, Sir, wenn wir dabei sind, sollten wir auch gut aussehen. Naja, schauen wir mal. 350 Tonnen, das ist nicht so schlecht. Da schicken wir dann natürlich unsere drei Atlas 1 rüber. Dann habe ich noch 5 Tonnen. Ich hätte da noch ein paar Enfield Starslayer. Ja, ich habe den modifizierten Starslayer, ne? Den nehmen wir. Okay, weiter im Takt. Meet Payrider, Twitch und Steel. Auf geht's. Naja. So. Objective complete. Ja, natürlich auch ordentlich was aufgefahren. You make an impressive display. Please view it as a show of respect, Lord Cho. I see you brought your mercenaries. Mandrissa Cho insisted. Very well, I will make this quick. We have a mutual enemy, Major Kelly of House Davion. It is therefore in our interest to form an alliance. I'm glad you agree. However, your actions against House Steiner must have a cost. I'm sure you understand. We expected as much. Name your price. The mercenaries must die. That's all? Then the deal is done. So, so. Sir, there's an empty Steiner base nearby. Take it. Take it. Na gut, bravo. Auf geht's, kommt schon Leute, kommt schon. Zurückziehen, 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 zurückziehen. Wir werden die wahrscheinlich nicht abschütteln können, fürchte ich, oder? Ah, doch.
Dann behelfen wir uns erstmal. Ist natürlich super. Das bedeutet aber auch, dass unser Kontrakt mit Liao jetzt wohl vorbei ist. Na gut, es gibt ja immer noch Davian. Vielleicht wollen die ja ein paar gut ausgebildete und ausgerüstete Söldner. Wir haben ein Clan-Equipment. Ja, das haben wir von euch. Scheiße. Na super, okay. Also auf geht's. Wir werden erstmal sehen, dass wir jetzt hier schnellstmöglich reinkommen. Die Basis ist relativ gut gesichert, wie ich das sehe. Ja, okay. Macht aber nichts. Komm, gib Gas. Ich hab mich mit Jump Jets. Das ist super. Ja, ich weiß, das habe ich mitgekriegt. Und rein da. Objective complete. So, die holen wir jetzt erstmal da ran. Okay. Die Torkontrolle haben wir auch. Da ist eine MacBay. Was machst du denn da? Schießt du nicht auf diese blödsinnige... Jetzt schieß doch nicht auf diese Wand! Meine Herren! Gibt's hier wohl nicht. So, die müssten dann gleich hier auftauchen, nehme ich mal an. Wir haben hier keine weiteren Ressourcen zur Verfügung. Keine C-Noten für unmittelbare Einsätze. Dann kommen wir ja, mein Freund. Zeus, hm? Na, dann kommt er. Eieieiei. Was? Wir waren zu weit weg? Gibt's ja nicht. Oh, ach du Heiliger, da kommt ein Highlander. Zogen wir uns schnell das Gebäude zurück hier. Komm schon. So, schnell reparieren. Weil Steel hat's echt erwischt. Der Rest ist in Ordnung soweit. Die werden nur leichte Panzerungsschäden haben, beziehungsweise da wird's ein wenig Munition fehlen, aber das ist auch egal. So, wie sieht's denn aus? Destroy all enemy forces, also da wird noch was kommen. Warten wir mal. Keine Ressourcenpunkte. Gibt es hier irgendwo einen Ressourcenbunker, den ich vielleicht mitnehmen kann? Weil die Zeus hätte ich natürlich nicht über Lust. Und auch der Highlander ist eigentlich ganz probat. Nee, nicht wirklich. Oh, da kommt was. Okay. Razorbacks und Holländer. Sind das jetzt eigentlich nur Trash-Mobs? Kommen wir mal mit was, das hier ein bisschen wuppdig hat. Colonel Renard, give me more men. I will personally crush the mercenaries. Very well, Lord Cho. I will leave this in your hands. Das war ja klar. Na gut, mein Freund, dann komm her.
Dann werden wir mal die Erblinie von Liao nachfolgerlos machen auf diesem Planeten. So. Hier ist wirklich nichts, ne? Nee. Auch nichts, was sich irgendwie jetzt groß lohnen würde. Die Mission ist wirklich... Oh, doch, Moment mal, hier ist ein Dorf. Aber... Nee, keine Ressourcengebäude. Hier könnte auch noch mal was sein, aber... Nee. Gut, es bleibt uns nichts anderes als zu warten und vielleicht den einen oder anderen noch einzukaufen, aber so viele C-Noten haben wir nicht und ich fürchte, wir werden jetzt auch nicht unbedingt bezahlt werden. Ich habe das Gefühl, wir werden unseren bisherigen Auftraggeber gleich ganz schön vergrätzen. Eieiei. Okay, pass mal auf, Steel. Rückt mal ein bisschen vor, der kann ja schnell wieder weg. Weil was mich halt eben interessiert ist, was tut sich hier jetzt? Wo kommen die Angreifer her? Wo sind sie? Und mit was kommen sie? Dann hat er keinen klassischen Aufklärungsmech, aber hat den schnellsten Mech in meinem Team. Oi. Ach, Mist. Aha. Your career ends here, mercenary. I am under fire. Das war die Provokation, die ich brauchte. Ja, da ist sein Cyclops. Attack Chopper, Heavy Choppers und den Cyclops. Also jetzt nichts gravierend Schlimmes, was er uns entgegenschmeißt. Das heißt, wir werden da. Wir werden da locker mit zur Hand kommen. So, schauen wir mal. So. Weil wenn er mit der Truppe ankommt und das der Rest ist, was wir jetzt halt eben zu befürchten haben, dann können wir auch zum Gegenangriff übergehen. My son, Senway. This is the end of my family line. Prepare yourself for my response. Prepare yourself for my response. Das klingt grantig. Dann reparier du dich doch nochmal. Sehr schön. Alright, this is Baxter. Now my people tell me there's a force of Liao units heading your way. I'm mobilizing the partisans to help you. We'll be there as fast as we can. Das ist doch nett. Ein Rücken schrubbt den anderen, oder was? So. Dann würde ich sagen, Steel hat hier wieder mal die Aufgabe des Spür... Bundes? Oder hatte ich das eben falsch gesehen, ne? Anscheinend.
zieh mal los mit dem Star Slayer und guck mal, ob du die finden kannst. Ups. Aber da kommen sie. Warte mal. Retour. Ja. Komm, sieh zu. Ab nach Hause. Nicht lange überlegen. Na, da kommen sie. Ach du Schande, was ist denn hier los? Und ein Menschen noch? Schande, mach das Ding fertig. Ich muss die Artillerie-Mechs ausschalten. Jetzt kriege ich ein echtes Problem hier. So, sehr gut. Das waren immer noch nicht alle? Ach du Schande. Sir, there's another wave of Liao units headed our way. Okay. Meine Güte, dann spring halt doch da rein, Mann. Commander, we won't reach your position in time. Move your units north to meet us. We'll do what we can to help. Okay. Dann machen wir das doch mal. Weil das Dichteste, was ich an einem Freund momentan habe, bist wohl du, huh? Mit was kommt ihr denn da? Wahrscheinlich nur mit ein paar Panzern und sonst was irgendwie. Fuel Trucks. LRM-Träger, die sind schon nicht so schlecht. Und Partisanenpanzer. Naja, okay, besser als nix. Komm schon. So, die werden sich denn hier wahrscheinlich eine gute Schussposition suchen. Dann werden wir. Ah ja, sich so. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das Gute ist, die Liao-Mechs werden uns wesentlich schneller einholen als die Steiners. Die sind ja wesentlich schneller. So. Jungs, die Dinger da hätte ich eigentlich gerne ganz weit woanders. Weil wenn die hochgehen, da möchte ich nicht in der Nähe sein. Das versteht nur einer, wer will, was die wollen. Naja, egal. Hier.
Okay, die kommen jetzt zur Basis erst. Was haben wir denn da? Raven, Starslayer, eine Lanze. Und davor laufe ich weg? Das kann die Basisverteidigung alleine erledigen, Mensch. Ach, guck mal, da kommt noch was. Was haben wir da? Kommen ein paar Hovercrafts rein. Was haben wir da? Warning. Enemy has recaptured Centipede Drillsons. Okay, alles jetzt nicht unbedingt der Renner. Aha. Noch mehr Ravens, Laohu, Starslayer. Warning. Enemy has recaptured building. Ist okay, soll er tun. Interessiert mich dann in dem Moment auch nicht mehr. So, dann warten wir doch mal, dass die Jungs hier vorbeischauen zur Party. Also eigentlich würde ich sagen, bis auf die LRM-Träger zieht euch alle zurück, ihr könnt hier eh nichts ausrichten. Naja gut, schauen wir mal. Gut, da kommen sie. Ich halte mich erstmal eine Runde zurück, weil, wie gesagt, diese Fuel-Trucks hier, da habe ich jetzt nicht so richtig Lust zu. Kann ich die nicht selber wegbewegen? Kann ich nicht wirklich, ne? Wisst ihr was? Wir gehen mal auf die andere Seite, lassen die da hinten ruhig stehen. Das soll mir denn egal sein. Dann sorgen wir mal so für richtig Rabatz. So, und krallen wir uns erstmal den Laohu. Beziehungsweise zwei. So, jetzt die Starslayer. Obwohl, komm, der Raven, der tanzt da die ganze Zeit vor meiner Nase rum. Die kümmern sich tatsächlich nur um die Partisanen, oder? Das kommt mir entgegen, komm schon. So, ja, wie nicht anders zu erwarten, unser Auftraggeber, der zahlt jetzt natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? Okay, in diesem Sinne hat sich das denn wohl hier erledigt. Aber wir leben noch, wir haben unsere Ausrüstung, die wir akquiriert haben. Eigentlich nicht zu falsch. Ich habe 196.000 C-Builds, das ist nicht so übel. Und die werde ich zumindest in Teilen nutzen, um die beiden Zeus-Mechs mitzunehmen. Weil die dürften uns noch gute Dienste leisten. Ah, damit ist Feldzug 2 dann auch abgeschlossen. Okay, gut.
das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.